Nach dem Abverkauf aufgrund von Meta gelingt den Bullen jetzt ein Konter wegen den Zahlen von Microsoft und Google. Und die Frage ist, ist jetzt alles wieder gut? Das wollen wir uns anschauen. Ist die Korrektur beendet? Ist jetzt Hurra angesagt? Interessant ist, dass sowohl Microsoft als auch Google respektive Alphabet, beides ja absolute Schwergewichte, zwar viel KI winken, KI, 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 aber wenn es dann um die Zahlen geht, die bei beiden Konzernen sehr gut waren, dann fehlt erstaunlicherweise irgendwie ein Hinweis, was man bisher mit KI verdient hat, welche Ausgaben man hatte, etwa um die Chips zu kaufen. Das heißt, hier wird KI ins Schaufenster gestellt, aber das Geld verdient man mit klassischen Bereichen wie eben Cloud-Geschäfte, die bei beiden Konzernen sehr stark waren. Also das ist schon ein bisschen auffällig und jetzt wird es insofern spannend, als wir zunächst mal an einem wichtigen Punkt sind, was die Charttechnik betrifft, vor allem bei den US-Tech-Aktien im Nasdaq 100 und heute eben dann die PCE-Daten kommen. Schauen wir uns die Gemengelage mal an, meine Damen und Herren, und wir sehen hier den sehr dünnen Kommentar von Microsoft zu den Zahlen. Da hat man genau zwei Sätze geschrieben. Einer geht nur um KI, der andere ist sozusagen das, was man so umgesetzt hat etc. Und dieser Satz heißt: Microsoft Copilot in Copilot Stack orchestrieren eine neue Ära der KI-Transformation. Oh, das klingt schon mal richtig gut, oder? Eine neue Ära der KI-Transformation. Ja, vielleicht könnten wir da noch ein bisschen Hokuspokus machen und ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, aber Schwamm drüber. Ich hätte gerne aber mal gewusst, ja, was habt ihr denn konkret mit Copilot verdient? Also wie viele Lizenzen habt ihr denn verkauft? Da kostet ja eine Lizenz für einen Arbeitsplatz etwa $20 im Monat. Aber erstaunlicherweise bringt hier Microsoft diese Zahlen nicht. Wir sehen die Aktie nachbörslich 4,4% im Plus. Und wenn wir uns anschauen, was gut gelaufen ist, dann sehen wir hier eben diese Bereiche Productivity and Business Processes. Da ist LinkedIn dabei, Office Commercial. Da sind diese ganzen Dinge. Dann haben wir die ganze Cloud-Geschichte ist gut gelaufen. Personal Computing ist gut gelaufen. Windows-Verkäufe. Etc., etc. Aber nirgendwo finden wir, während bei LinkedIn zum Beispiel klar ausgewiesen ist oder Xbox klar ausgewiesen ist, wie viel man da mehr verdient hat, dann wäre es ja eigentlich mal interessant, wenn ich KI so ins Schaufenster stelle und bei zwei Sätzen einen Satz nur um die Transformation und KI und Ära und so schreibe, dann würde ich mich normalerweise gerne mal interessieren, ja, wie schaut es denn jetzt genau aus und was habt ihr bisher investiert? Aber da Fehlanzeige. In Sachen KI ist auch Google sehr eloquent gewesen. Hier sehen wir mal von Google selbst einen Text, der noch ein bisschen weiter geht. Da ist etwa nochmal dieselbe Strecke, aber alleine, ich habe mal die erste rauskopiert. AI, also immer KI, 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 KI. Faktisch ist die Aktie gestiegen, weil man erstmals eine Dividende ausbezahlt, die ist allerdings wirklich, naja, im Vergleich zu dem, was man hier eigentlich ausschütten könnte, relativ pipifax. However, das wurde vom Markt genossen, dann vor allem, dass man perspektivisch für $70 Milliarden eigene Aktien zurückkaufen wird und natürlich die Resultate relativ gut waren, die Aktie dann nachbörslich in der Summe dann über 11% gestiegen, das jetzt, nämlich das Google respektive Alphabet jetzt hier, die eine Dividende ausschüttet, wenngleich die Marginale, ist glaube ich 20 Cent pro Aktie. Die Aktie steht jetzt, wie Sie hier sehen, bei $174. Also können Sie sich ausrechnen, wie viel das ist. Das ist also weit, weit unter einem Prozent an Dividende. Das ist eigentlich kaum der Rede wert. However, es geht um die Symbolik und es geht vor allem, was noch wichtiger ist, zumindest real, das sind eben diese Aktienrückkaufprogramme. Dadurch reduziert sich das Angebot an Alphabet-Aktien und so weiter und so fort. Jetzt hier nochmal, habe ich hier eine kurze Zusammenfassung Ihnen mal gegeben über den Conference Call. Ist ja immer wichtig, was die Firmen sagen. Und dann AI is a once in a lifetime opportunity. Okay, also die Gelegenheit, die nur einmal kommt. Okay, bitte zeig mir aber mal, was du bisher verdient hast und vielleicht verdienen möchtest. Wie viel hast du investiert? Wann erwartest du welche Umsatzschritte durch eben KI? All das bleibt natürlich im Nebulösen. Dann geht man auf Meta ein und sagt, naja, die haben halt viel zu lange in Sachen Metaverse
hier rumgespielt und dann zu spät die Kurve gekriegt. Deswegen mussten sie jetzt besonders viel investieren in Sachen KI. Man selbst sagt aber nicht, wie viel man hat investieren müssen, etwa für KI-Chips oder für Nvidia-Chips und so weiter und so fort. Also das ist schon interessant, wie man hier die Dinge sieht. Natürlich ist Google besonders herausgefordert durch KI, weil als praktisch Unternehmen, das vor allem auch von der Suchmaschine lebt, ist KI natürlich eine Herausforderung oder ein ChatGPT eine Herausforderung. Wir schauen uns mal das Price Earnings Forward an. Also wie teuer sind die jeweiligen Aktien Google, Microsoft und Co. vor den Zahlen, das alles also vor den Zahlen. Da sehen wir, Google war ohnehin schon die günstigst bewertetste mit 22er Verhältnis. Meta jetzt 24 nach den Zahlen. Apple 25, Microsoft ziemlich teuer. 32, Nvidia 32, Amazon 42, Tesla 63. Also hier sehen wir praktisch das Ranking, was ist wie teuer. Interessant ist, dass die Dinge teilweise wirklich so gekommen sind, wie die Optionsmärkte einpreisen. Microsoft war so plus minus 4, plus minus 5%. Es wurden plus 5. Bei Google hat man gesagt, ja, so plus 6 vielleicht oder minus 6. Es sind dann mehr geworden, eben wegen Dividende einerseits und den Buyback. Und Intel wird hier mit plus minus 7-8% gesehen und bums, genau so ist es gekommen, diesmal allerdings auf der Negativseite, nehme ich mit knapp 8% minus. Wenn wir jetzt mal uns anschauen, vor den Zahlen jetzt von Microsoft und Google, also stand gestern Abend vor den Zahlen, dann sehen wir Apple 400 Milliarden Dollar vom Allzeithoch, nie wieder 330, Tesla 310, Microsoft 250 und so weiter. Sie sehen es hier und unten sehen Sie mal den Future auf den Nasdaq 100 und hier sehen wir, da haben wir einen 12er Durchschnitt, das ist hier weiß. Wir haben einen 20er und einen 55er. Die größeren Durchschnitte weisen nach unten. Der Kurs ist nach wie vor unterhalb dieser Durchschnitte und wir kommen jetzt an diesen 12er Durchschnitt ran. Man sagt, wenn die Kurse nicht über dem 20er und über dem 55er Durchschnitt sind, dann haben diese Werte keinen Institutional Support, wie man in US-Kreisen sagt. Also praktisch, die Institutionellen halten sich raus und sind nicht bereit zu kaufen, bis sie das sehen, dass Kurse über ein bestimmtes Niveau kommen. Wir sehen, dass wir gestern ziemlich genau beim Nasdaq 100 auch an diese Zone 17.600 ein paar zerquetschte gekommen sind, die ich schon mal in den Fokus gestellt hatte. Auf Tagesbasis sehen wir, dass der Nasdaq ja 7 Wochen mehr oder weniger seitwärts gelaufen ist, dann der Durchbruch nach unten, dann der Erholungsversuch, dann der Rückschlag, jetzt wieder der Erholungsversuch. Kommen wir an die untere Begrenzung dieses Seitwärts-Trendkanals wieder ran? Das wird die Frage sein. Und auch wenn der VIX gestern deutlich gesunken ist auf Werte von 15, irgendwas, sehen wir, dass die Intraday-Volatilität extrem hoch ist derzeit. Nämlich die höchste Intraday-Volatilität in über einem Jahr. Dennoch der VIX eben, weil die Aktienmärkte gestiegen sind und die Sorgen so ein bisschen rausgegangen sind. Offenkundig hat man weniger Bedürfnis nach Absicherung, wenngleich die Privatinvestoren pessimistischer werden. AAII-Umfrage, da gibt es jetzt ziemlich genau gleich viele Bären und Bullen. Das ist das negativste Sentiment, das wir seit November haben. Und hier unten sehen wir nochmal, eben dieser Rückschlag hat dazu geführt bei den Aktienmärkten, dass das Sentiment gedreht hat. Jetzt ist die Frage, kriegen wir einen mentalen Rückschlag? Die Wall Street hat gestern ja überraschend gut weggesteckt, dass die Wirtschaft viel schwächer ist als erwartet, während gleichzeitig die inflationären Tendenzen viel höher sind als erwartet. BIP 1,6%, aber vor allem Core PCE Price Index 3,7% statt 3,4 und vor allem 2,0 noch im letzten Quartal. Deutlicher Anstieg, ebenso wie beim GDP Price Index, der auch deutlich gestiegen ist. Also Inflation geht nach oben, Wirtschaftsdynamik schwächt sich deutlich ab. Man nennt das Deflation. Und in der Folge passiert jetzt Folgendes. Normalerweise freuen sich ja die Aktienmärkte über schlechte Daten. Geht jetzt aber nicht, weil eben die Inflationskomponenten so heiß sind. Jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen überhaupt nicht mehr senkt, bei 36%. Vor kurzem, noch nicht so allzu lange her, gab es nur eine 3% Chance, also praktisch ausgeschlossen. Wir sind von 6 fest eingepreisten Zinssenkungen auf jetzt um und bei eine gefallen und das in ziemlich kurzer Zeit. Januar ist noch nicht so lange her und das ist vielleicht die schnellste mental
Quartalsänderung an den Märkten, die wir bisher gesehen haben. Und wir sehen, der Economic Surprise Index für die USA, der nimmt deutlich ab. Also wir sehen eine Verschlechterung der US-Konjunkturdaten. Und dennoch sehen wir hier unten, dass die Zinssenkungserwartungen auch abnehmen. Also schlechtere Wirtschaft, weniger Aussicht auf Zinssenkungen. Eigentlich jetzt nicht so die perfekte Mischung für steigende Aktienmärkte. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die ganze Geschichte läuft. Zumal wir jetzt gesehen haben, dass die Zehnjährigen oder dass die Renditen insgesamt nach oben gegangen sind. So etwa wie die 10-Jährige, die das erste Mal über 4,7% gestiegen ist, gestern seit dem 1. November 2000, wann war das, 23? Und heute im Fokus, da sind natürlich die PCE-Daten, 14.30 Uhr, meine Damen und Herren, aus dem März. Erwartet 0,3% zum Vormonat, in der Kernrate erwartet 0,30%. Also das und zum Vorjahresmonat Kernrate 2,6 und in der Headline-Zahl auch 2,6. Das mal im Hinterkopf behaltend. Wir haben ja gesehen, dass gestern der PCE-Deflator deutlich höher war als erwartet. Und so sagt eben JP Morgan, ja, also wenn jetzt Januar und Februar nicht nachträglich irgendwie revidiert werden, dann müsste PCE statt bei 0,3 bei 0,48 reinkommen. Das wären gerundet 0,5 und wäre natürlich deutlich höher als diese Zahl. Jetzt, was kann die Fed tun? Nichts wird sie tun können. Sie muss die Füße stillhalten. Aber die Füße stillhält nicht der Sir Donald, der offenkundig mit seinen Beratern überlegt, wie halten wir es denn mit der Fed? Und er will offenkundig diese vermeintliche, auf dem Papier bestehende Unabhängigkeit der Fed so ein bisschen einschränken, denn wenn die Fed eine Entscheidung in Sachen Zinsen treffen will, dann muss sie, so der Plan offenkundig der Berater, vorher den Präsidenten kontaktieren und mit ihm beraten, wie das Wall Street Journal berichtet. Apropos Fed, wir sehen, dass die Bilanzsumme, gestern veröffentlichte Daten zeigen das, um 32,8 Milliarden Dollar weiter gefallen ist, jetzt auf dem tiefsten Stand seit Januar 2021. Und wir sehen, dass es wieder Zuflüsse in Geldmarktfonds gibt. Wir hatten zuletzt ja vor allem wegen dem Steuertermin 15. April gesehen, dass es da deutliche Abflüsse gab. Übergeordnete TikTok. Hier ist das Ganze ja beschlossen worden, auch vom US-Senat jetzt. Abgeordnetenhaus, US-Senat, Biden hat unterschrieben. Da muss ein Verkauf her, sagt also die US-Administration. TikTok sagt, nee, dann machen wir TikTok in den USA eben dicht. Das wird so nicht funktionieren. Das wäre ein schwerer Schlag für Millionen, vor allem von Teenagern in den USA. Aber sie haben die ihre Geschäftsmodelle drauf aufgebaut. Andere sind ohnehin addicted so ein bisschen. Kommen wir nochmal zurück in den Chip-Bereich. Hier ist jetzt klar, wie viel hier diese Chipmaker aus den USA durch den Chips Act bekommen. Intel 8,5 Milliarden, die können es brauchen, wie wir gesehen haben. TSMC 6,6, Samsung 6,4, Micron Technology 6,1. Aber insgesamt die USA, das einzige Land, wo all diese Firmen zumindest einen Sitz haben und auch Chips produzieren. Auch das ist ein Vorteil neben der weitgehenden Energieautarkie, die Amerikaner haben. Anders, komplett anders als die Japaners, die sehen nämlich, dass hier die Notenbank zunächst mal nichts geändert hat. Wir haben dann einen Anstieg des Dollar-Yen über 156 gesehen. Das ist der höchste Stand seit 1990. Man spricht inzwischen schon von der japanischen Lira. Heute erstaunliche Daten, Tokyo CPI, deutlich niedriger als erwartet. Da haben viele Großbanken gestern gesagt, oh, das dürfte eine Überraschung nach oben geben. Also wie sie mit diesen Daten umgegangen sind, das wäre mal eine interessante Überlegung. Interessant auch, was aus Deutschland hier gemeldet wird, dass offenkundig ja die AKW-Entscheidung so ein bisschen fragwürdig war. Cicero hatte darüber berichtet, viele Politiker haben darauf reagiert. Die Grünen sagen, stimmt doch alles nicht, wer weiß, wer weiß. Eins wissen wir aber, wir haben jetzt den höchsten Strompreis für mittelgroße Haushalte, also für den Durchschnittshaushalt in die Europa, in die EU
Da sind wir vor Irland und Belgien und Dänemark und Italien. Und Kaufkraft bereinigt, also jetzt in Sachen Kaufkraft, wären nur die Tschechen und die Zyprioten vor uns. Also wir sehen, Strom ist ja viel billiger geworden, hat ja der Roberto gesagt, die Energiepreise, aber vielleicht doch nicht. Wenn wir nochmal zur deutschen Wirtschaft kommen, da gab es ja jetzt viel hoffnungsvolles Einkaufsmanager. Und IFO. Allerdings zeigt sich, wenn überhaupt Dienstleister, die Industrie bleibt schwach. Jetzt sehen wir IFO-Beschäftigungsbarometer leicht gefallen. Also müsste ja eigentlich dann auch nach oben geben, weil offenkundig Auftragsmangel bei einigen Unternehmen zunimmt und sie deswegen vor Neuanstellungen zurückschrecken. Mal sehen, wie die ganze Gemengelage ausgeht, wie eben auch an den Märkten. Ich will abschließend noch zwei Dinge empfehlen. Erstmal Alphabet und Microsoft retten den Aktienmarkt vor dem Absturz. Ja, die Frage ist, nachhaltig, das werden wir vielleicht heute nach 14:30 Uhr wissen. Erste Empfehlung, gerne teilen über Social Media. Und die zweite, hier kommt Panetta, der Italiano, der sagt, italienisches EZB-Mitglied, ja, wenn wir jetzt nicht bald die Zinsen senken, dann werden wir nachher gezwungen sein, aufgrund einer heftigen Rezession ganz schnell die Zinsen zu senken. Also lasst uns doch jetzt ein bisschen Tempo machen. Die Südländer drängen hierauf. Das ist die zweite Empfehlung, auch gerne per Social Media teilen. Und ich wünsche jetzt schon mal ein schönes Wochenende, da heute, wie angekündigt, kein Marktgeflüster. Also schönes Wochenende, Servus und Ciao.